Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die unselige Diskussion, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nur unter uns weilt oder neben uns steht, dürfte noch in Erinnerung sein. Bundeskanzlerin oder davor, dahinter, wie auch immer, Bundeskanzlerin Frau Merkel zumindest hat in ihrer Rede am vergangenen Sonntag vor dem Brandenburger Tor mit folgendem Satz beendet. Zitat: Respekt vor dem Glauben und der Kultur des jeweils anderen, sei er Jude, Muslim oder Christ. Wenn dem so ist, danke Herr Wanzner, wenn dem so ist, sollte die Politik auch entsprechend handeln. Dass den Imamen und islamischen Religionslehrern, die für eine begrenzte Zeit in Berlin weilen, die Teilnahme an Sprach- und Integrationskursen ermöglicht wird, erscheint sinnvoll. Diese Imame und islamische Religionslehrer haben einen sicherlich nicht unbedeutenden Einfluss auf das Verhalten der Kinder und der Erwachsenen, die sie zu betreuen haben. Dass die Kenntnisse über die deutsche Sprache und Kenntnisse über die Strukturen und die sozialen Beziehungen in unserem Lande erlangen, ist eine wichtige Grundlage für ihre seelsorgerische Betreuungstätigkeit. Das sollte aber eine vorübergehende Lösung sein. Warum? Es dürfte bekannt sein, dass die Linke kein Befürworter dessen ist, dass die Regierungen und das Personal der ehemaligen Heimatländer hier gesellschaftlich so wichtige Aufgaben übernehmen. Weil wir mit den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen der Entsendestaaten und damit auch, was durch diese Personen eventuell vermittelt wird, nicht immer einverstanden sein können. Mir liegt es fern, zu fordern, diesen Import von Imamen und islamischen Religionslehrern zu verbieten. Das internationale Recht ließe dies vermutlich auch nicht zu, ganz zu schweigen von möglichen diplomatischen Konflikten. Aber wir, die Politik, sollten sich intensiver als bisher um Alternativen kümmern. Was wäre eine sinnvolle Alternative? Imame und islamische Religionslehrer aus den muslimischen Communities hierzulande zu rekrutieren. Hier geborene, aufgewachsene junge Muslime zu befähigen, als Imame und islamische Religionslehrer tätig zu werden. Diese Menschen würden die notwendigen sprachlichen und sozialen Voraussetzungen mitbringen, den Religionsunterricht und die Seelsorge den Lebensumständen in der Bundesrepublik entsprechend zu gestalten. Es gibt Angebote an einigen Universitäten der Republik. Ob diese Angebote vom Umfang und Inhalt ausreichend sind, müsste mal im dafür zuständigen Ausschuss eingehend analysiert werden, um gegebenenfalls Maßnahmen auch zu ergreifen. Ich bin mir nicht sicher, ob es rechtlich möglich ist. Dazu könnte sich der Innensenator, der aber heute nicht da ist, vielleicht äußern. Aber es wäre überlegenswert zu prüfen, ob die Teilnahme an Sprach- und Integrationskursen auf Imame und islamische Religionslehrer zur Voraussetzung für die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung gemacht werden könnte. Herzlichen Dank.